Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Westfalen-Video und zu Updates zu unserem Lieblingsthema Juicy Fields. Da gibt es was ganz Neues und eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Scheinbar wollen die ihre eigenen Krypto-Coins launchen und sieht ein bisschen danach aus, als würden die Plans kopieren. Und ja, das schauen wir uns heute mal im Detail an. Bevor ich auf Juicy Fields eingehe, möchte ich noch kurz auf ein Projekt hinweisen, was ich euch schon vor ein paar Tagen vorgestellt habe, und das ist Runiverse. Hier ist das Video auf meinem Kanal, hier sieht man das nochmal. Runiverse startet heute am Sonntag, dem 5. Februar. Wenn ihr noch nicht dabei seid, habt ihr jetzt noch ein paar Stunden Zeit, euch vor dem Start zu registrieren. Ihr könnt euch natürlich auch nach dem Start registrieren. Und ja, dann geht's los. Checkt das Video aus. Ich glaube, dass das ein riesiges Potenzial hat. Also das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Gut, Juicy Fields. Da gab es eine neue E-Mail, da scrollen wir mal einmal kurz durch mit ein paar Informationen. Und zwar geht es darum, dass sie eine Juicy Fields DAO starten wollen. Also eine neue Form von Juicy Fields, die sich von der bisherigen Organisation abheben soll. Und ja, das checken wir jetzt mal ein bisschen, schauen uns das mal an. Und schon mal ganz klar, ich bin super interessiert daran, was ihr davon haltet. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser neuen Juicy Fields DAO denkt. Und auf jeden Fall, wenn ihr solche Infos nicht mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Gut, also die E-Mail fängt so ein bisschen an mit einem Vergleich der aktuellen Situation mit dem Tequila-Trinken, also mit Salz, Tequila und Zitrone. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger gelungen, da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. In der E-Mail ist ein Link zum White Paper oder Green Paper, wie sie es nennen, für die DAO. Das gucken wir uns gleich mal an. Hier ist auch eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eure Meinung hinschreiben, wenn ihr wollt. Genau, hier der Link zum neuen White Paper oder eben Green Paper. Das, wie gesagt, besprechen wir. Hier sind ein paar Infos zur aktuellen Juicy Fields Seite. Ja, da geht es im Wesentlichen daran, dass das Payment mit USDT auf der Tron-Chain möglich ist. Ja, etwas, was wir sicherlich nicht machen werden. Dann auch nochmal ein bisschen Überblick über die gegenwärtige Entwicklung, wie es im Augenblick läuft. Also das Team besteht wohl aus 11 Leuten, hatten im Januar Gehaltskosten von etwa 30.000 Euro, haben wohl jetzt eine Datenbank mit etwas über 500.000 Juicy Fields Kunden. Erscheint mir eigentlich eine ziemlich realistische Zahl, glaube ich. Das passt. Ja, und haben halt jetzt etwas über 2.000 Pflanzen wohl bei einem Drittanbieter im Auftrag. Jedenfalls ist es das, was sie sagen. Dann gab es ja vor einiger Zeit schon mal den Aufruf, sich auf Stellen bei ihnen zu bewerben. Das scheint immer noch akut zu sein. Das heißt, sie scheinen immer noch Leute zu suchen. Das muss jeder selber für sich beurteilen, wie relevant und wie ernst man das nehmen möchte. Und hier dann noch ein bisschen über die DAO. Und naja, dass eine DAO natürlich auf Transparenz und so weiter beruht. Gut, das ist jetzt alles soweit nicht besonders spektakulär. Die E-Mail hat jetzt nicht so furchtbar viel Inhalt, eben außer diesem Green Paper, was da verlinkt war. Und da wird es natürlich spannend. Also hier ist wirklich die Idee, dass Juicy Fields sagt, sie wollen den nächsten Schritt machen. Sie wollen eine DAO werden. Das heißt im Prinzip eine Organisation, wo die Inhaber des neuen Juicy Fields Token, gucken wir uns gleich an, Mitspracherechte bei der Firmenentwicklung haben. Und das finde ich extrem wild. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer nach der ganzen Nummer, was da jetzt bei Juicy Fields passiert ist, dort noch einsteigt. Ich habe schon immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht aus der Insolvenzmasse noch ein bisschen Geld zurückfließen könnte. Vielleicht ja, das wäre super. Und ich will auch immer noch nicht unbedingt hundertprozentig sagen, dass es von Anfang an als Scam ausgelegt ist. Aber die sind einfach krachend gescheitert mit dem Projekt. Und dann zu sagen, naja, wir sind gescheitert, aber wir machen einfach mehr oder weniger das Gleiche nochmal, das finde ich heftig. Man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, okay, sie haben daraus gelernt, jetzt machen sie ein verbessertes System und starten mit diesem verbesserten System die ganze Sache neu. Ich werde dort sicherlich nicht investieren, aber ich stelle es euch natürlich vor, weil es interessant ist und was euch auch offensichtlich interessiert. Also der Hintergrund ist natürlich einfach, ja, Cannabis-Industrie ist ein riesen Wachstumsmarkt, es ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Es geht darum, dass immer weitere Legalisierungen stattfinden. Wir haben auch eine große Diskussion dazu ja in Deutschland. Aber in verschiedenen anderen Staaten ist das Ganze schon wesentlich weiter. Also da ist natürlich Potenzial für Cannabis und Cannabis-abhängige Produkte. Dann hier diese ganze Geschichte, was sind im Augenblick die Probleme des Marktes? Also große Eintrittsbarrieren.
zu wenig Investmentmöglichkeiten. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt andere Cannabis-Projekte, die auf NFT und Krypto basieren. Mein Lieblingsprojekt in dem Kontext ist Plants. Das verlinke ich euch gerne auch hier oben nochmal. Meiner Meinung nach ein sehr starkes Projekt. Und ja, sie sagen, dass die Qualität von Cannabis am Markt sehr gering ist. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Genau, und dann sagen sie auch, dass es keine Web3-Solution gibt. Und auch das stimmt ehrlich gesagt nicht, weil Plants ist eine ziemliche Web3-Solution in dem Bereich. Aber okay, es kann natürlich immer mehr als einen Anbieter in einem Feld geben. Das ist jetzt gar nicht so unbedingt das Problem. Dann stellen sie hier so die Idee der DAO vor. Also es soll eben Juicy Fields Tokens geben, mit denen man zum einen Cannabis und Cannabis-abhängige oder Cannabis-derived, also aus Cannabis hergestellte Produkte kaufen kann, mit denen man seine eigenen Pflanzen sozusagen im Auftrag von Juicy Fields wachsen lassen kann. Man kann damit Anteile an der DAO, also an der Firma in dem Sinne, erwerben. Und mit dem Governance-Token kann man ebenfalls die Entscheidungen der Firma beeinflussen. So, und hier haben wir die beiden Token. Das ist immer ganz interessant. Das habe ich ehrlich gesagt nicht komplett verstanden, wie das System funktionieren soll. Wenn es einer von euch versteht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es soll nämlich zwei Token geben. Einmal den Phoenix Juicy Fields DAO-Token, PJFD, der also sozusagen einen Besitz der Assets der Firma repräsentieren soll. Und die Menge an diesem Token soll auf 2,8 Millionen beschränkt sein. Allerdings soll der Wert auf 1 Euro fixiert sein. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das wäre ja ein Stablecoin. Und das heißt, damit würde man ja die Entwicklung der Firma von vornherein blockieren und keine Weiterentwicklung erlauben, weil es wäre eben ein Stablecoin. Finde ich sehr merkwürdig. Wie gesagt, wenn ich das irgendwie falsch verstehe und jemand da eine bessere Idee hat, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann soll es den zweiten Token geben, den Doge Juicy Fields DAO Token, DJFD. Mit dem scheint man dann im Prinzip einkaufen zu können auf der Juicy Fields Homepage, auf der Juicy Fields DAO Homepage. Und auch hier soll es einen fixierten Wert von 10 zu 1 zum Euro geben. Und auch das wäre ja ein Stablecoin. Das erschließt sich mir einfach nicht. Also das, wie gesagt, verstehe ich nicht. Und davon soll es 26,9 Millionen geben. Ja, so viel zu den Token. Hier gibt es dann noch ein paar weitere Informationen, wie das Ganze dann ablaufen soll mit der DAO-Organisation, wie man den Pflanzenkauf abwickeln soll und so weiter. Könnt ihr euch gerne im Detail durchlesen. Ich mache den Link zu diesem Green Paper einfach mal unter dieses Video. Dann dieses Bespoke Farming. Mein Verständnis ist, dass es darum dann geht, dass du sozusagen mit dem DJFD-Token bezahlen kannst, damit Juicy Fields für dich deine persönliche Pflanze anbaut und auch nicht zum Verkauf, wenn ich es richtig verstehe, sondern zur eigenen Nutzung. Du bekommst dann sozusagen die Produkte, die aus dieser Pflanze extrahiert sind, zugesendet. Genau, hier werden ein paar Vorteile dazu genannt. Weiß ich nicht, ob das so der ganz große Markt ist. Dann soll es einen Marktplatz geben für Produkte, aber wahrscheinlich auch für die Pflanzen. Die NFTs werden jetzt hier ehrlich gesagt nicht genannt, sondern hier geht es nur um die Pflanzenprodukte. Vielleicht ist das eher die Idee von dem Marktplatz. Das mit den NFTs ist ehrlich gesagt auch wirklich ziemlich krass von Plants übernommen. Also Plants hat ja genau dieses Konzept, dass du einen NFT für eine Pflanze kaufst und dadurch dann sozusagen an dem NFT Geld verdienst. Das ist jetzt hier zu viele Sachen, die gleichzeitig aufgegangen sind. Gehen wir mal weiter durch. Dann die Wallet natürlich, sollte so eine Multi-Sign-Wallet gehen. Das ist in dem Kontext jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Genau, und dann natürlich das Investmentportal, was für uns als Anleger im Prinzip natürlich immer am interessantesten ist. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, ich sehe nicht, wie viel ich denn pro Pflanze bzw. pro Coin irgendwie verdienen kann oder pro NFT. Da fehlen mir so ein bisschen Informationen. Genau, und hier die Roadmap. Das ist das, was 2022 schon passiert sein soll. Für 2023 ist eben DAO Establishment und Governance vorgesehen, im ersten Quartal. DAO Community Management. Hier geht es dann auch um Community Lift Up. Das heißt im Prinzip Marketingaktivitäten, wenn ich das richtig verstehe, aber auch erst im zweiten Quartal.
Tech Development, Business Development und so weiter. Gut, ja, und dann noch Legal Statement. Das war es im Prinzip zur neuen Juicy Fields DAO. Wie gesagt, ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde es ziemlich wild. Aber gut, so sieht es im Augenblick eben aus. Ja, lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr noch nicht dabei seid, checkt Wooniverse heute aus. Da sehe ich Riesenpotenzial, größeres als bei Juicy Fields, glaube ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.